Eigentlich ist mir jetzt schon wieder fast zu viel, muss ich sagen. Ich bin halt gerade noch unsicher, ob ich jetzt wieder so derb auf Muskelaufbau gehen soll. Und das kann halt richtig ausarten, weil ich meine, das ist jetzt durch drei Trainings entstanden. Oder vier. Nur allein dieser Nacken. Kurz noch die Schulter zeigen. Ansonsten ist auch nicht viel. Das waren jetzt nicht wirklich viele Trainings, also den Trizeps will ich auf jeden Fall ein bisschen rüberbringen und die Brust an ihm jeden Fall, die ist mega klein. Aber ansonsten ist mir das eigentlich schon fast viel zu viel, aber ich liebe Training einfach momentan. Und ich glaube, ich steige dann lieber wieder auf Ausdauer um. Ja, ich weiß nicht, ob ich wieder so breit werden will. Also ich habe jetzt ein paar Trainings gemacht und habe jetzt eigentlich schon wieder ganz gut Muskeln aufgebaut. Bäm. Und auch der Nacken. Aber ich weiß gerade halt nicht, ob mir das vielleicht schon wieder zu viel ist. Das mit dem Nacken hier rausholen irgendwie. Ja, das mit dem Licht gerade scheiße, blendet einfach mega. Ja, ich habe nur so vier Trainings oder so gemacht. Und dann trotzdem aber wieder relativ gut aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob mir jetzt schon wieder zu krass ist. Auf jeden Fall weiß ich halt, wie Muskelaufbau funktioniert. Das hat nichts mit, also nicht direkt was mit dem Essen zu tun. Das sogar kann sehr unterstützend sein, sogar möglichst wenig zu essen, wenn man schon einen entgifteten Körper hat und einen, ja, einen ziemlich nicht klaren Geist, sondern halt ja, ziemlich viel, also es versteht ziemlich viel Lichtnahrung aufzunehmen, sage ich mal so. Der Muskelaufbau kommt durch brutales Training einfach, durch, dass man sehr viel Widerstand überwindet und seine Grenzen im Kopf überwindet und trotzdem immer weitermacht und auch die Gewichte steigert und ja, sich da einfach nicht schont dabei, sage ich mal. Aber die meisten würden sich dabei verletzen, weil sie einfach das Erfahrung nicht haben, das Erfahrungswissen und ich habe ja mit 15 schon das erste Mal trainiert und da konnte ich das auch schon ziemlich gut. Da hat er auch schon gesagt, der Studioinsatz, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell an Kraft und Muskeln aufgebaut hat. Also dafür bin ich schon prädestiniert, sage ich mal, vielleicht auch genetisch. Aber mir wird das schon jetzt zu so viel, aber ich liebe Training einfach so momentan und ja, weil das einfach auch so viel generiert, sage ich mal. Ja, und dadurch, dass man halt sich ziemlich rein ernährt und vorwiegend frutarisch, hat man einfach keine Übersäuerung des Körpers. Außer man hat halt noch viele Gifte im Körper, dann macht es halt Sinn, ja, entweder Gemüse einzubauen, rohes Gemüse, oder halt auch gedünstetes Gemüse. Und je nachdem, wie vergiftet man ist, kommen dann halt solche Sachen wie Kartoffeln oder Reis ins Spiel. Und wenn man es halt richtig anwendet, also es ist halt ein sehr komplexes Thema, also ich eigentlich gar nicht, also ich kann deswegen keine pauschalen Antworten geben. Es gibt halt auch Leute, die sind einfach vegetarisch, essen den ganzen Tag, sind extrem schlank und haben noch nicht mal ein Schmerzempfinden und sowas zum Beispiel. Also das habe ich halt auch gemerkt, je höher meine eigene Schwingung ist, desto weniger nimmt man halt Schmerzen wahr, wenn man aus dieser Physikalität rausgehoben wird. Aber das kann man halt auch sogar als Vegetarier, sage ich mal, erreichen. Wenn man halt eine sehr hohe Eigenfrequenz hat. Deswegen kann ich eigentlich keine expliziten und allgemeinen Ernährungstipps geben, außer dass es halt wirklich so ist, dass gewisse Dinge schädlich sind oder schleimbildend sind. Aber jeder muss dann halt seine individuelle Balance herausfinden und ich finde das für mich extrem schwierig, beziehungsweise gleichzeitig auch extrem einfach, wenn man das einfach laufen lassen würde. Auf jeden Fall, wenn man da halt in eine Balance kommt und halt eine sehr hohe Eigenschwingung hat, dann kann man zum Beispiel auch, ja, dann spielt manchmal auch Gekochtes eine Rolle. Mengenmäßig kann man da auch keine Tipps geben. Also manchmal habe ich so, dass das, ja, meine Eigenschwingung noch vielleicht nicht so hoch ist, aber ich mir das halt, mich dafür bewusst entscheide, weil ich halt bewusst eine gewisse Illusion leben will und momentan will ich so die Illusion leben,
dass ich Intermittent Fasting mache. Als erste Mahlzeit dann Früchte zu mir nehmen, zum Beispiel zwei Honigmelonen oder eine Wassermelone oder auch mal einen Bananen-Beeren-Smoothie. Dann mein hartes Training absolviere, Muskelaufbau und also in erster Linie Kraftaufbau. Ich nenne es dann Powerbuilding, das ist eine Mischung aus Bodybuilding und Powerlifting. Powerlifting hat halt was damit zu tun, Maximalkraft zu entwickeln, also ich will eigentlich immer stärker werden, aber halt auch nicht den Körper vernachlässigen, also nicht einfach nur auf brachiale Stärke gehen und dann sieht man hinterher wie so ein, weiß nicht, wie so ein Tiermonster irgendwie aus, sondern halt auch, obwohl die meisten Bodybuilder noch mehr wie Monster aussehen, aber halt auch so, ja, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll. Ich finde es aber auch richtig geil, mit extremer Geschwindigkeit sehr lange zu rennen einfach und dann Fahrradfahrer und sowas zu überholen. Und dann ist halt wahlweise, ob ich weiterhin Früchte esse oder gar nichts oder halt Rohkost esse. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mich wieder auf meine momentane Lieblingsillusion beziehe, dann ist das so, nach dem Intermittent Fasting halt, wie gesagt, die Früchte, dann Training vormittags circa, brutales Training und danach dann einfach Rohkost, zum Beispiel gefüllte Paprika mit so einem, ja, aus Mandeln oder Sonnenblumenkerne mit anderem Gemüse vermixte Sachen und dann so Paprika gefüllt und Pilze gefüllt oder so als Dip verwenden für Gemüsesticks. Als Beispiel einfach. Oder eine Rohkostpizza oder sowas. Ja, und dann wahlweise gibt es vielleicht später noch eine dritte Mahlzeit oder nicht. Und wenn, dann wenig an schleimbildende Sachen, also ein paar Kartoffeln oder ein bisschen Reis zusammen mit gedünstetem Gemüse. Das wäre dann so ein Idealtag, sag ich mal, aber ich will mich halt auch, ich weiß nicht, ob ich mich auf die Illusion festlegen will, ich glaube eigentlich nicht, ich glaube eigentlich habe ich eher Lust loszulassen. Also wenn ich einmal die Illusion leben will an einem Tag, dann mache ich das halt. Am nächsten Tag lasse ich dann vielleicht wieder los und mache dann irgendwie den ganzen Tag Trockenfasten und trotzdem Training. Dann generiere ich halt viel mehr Energie aus mir selber heraus, nur das fühlt sich halt immer erstmal anstrengend an für einen. So Energie aus einem selber heraus zu generieren und loszulassen und das fühlt sich halt für die meisten unangenehm an. Und dann ist dann halt vielleicht wieder ein Tag, wo ich dann auch so extrem loslasse, aber dann halt zweimal irgendwie gekochtes esse und das dann auch irgendwie nutze und in gewisse Dinge umwandeln und mich davon nicht beerdigen lasse, sondern halt wirklich so, ja, mich das einfach nutze, sage ich mal, diese Stimulationsenergie. Also es ist für mich ein sehr komplexes Thema. Oder kann es zumindest sein, muss es halt nicht. Man kann auch einfach loslassen und dann, weiß ich nicht, dann fügt sich alles schon perfekt im Prinzip, wie man es möchte. Es geht auch. Vielleicht kann ich das einfach noch nicht, vielleicht habe ich da auch noch nicht genug Selbstliebe, sage ich mal. Das kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Kann genauso gut nicht sein. Jedenfalls macht mir das Training wieder Spaß. Kann aber auch sein, dass ich davon auch wieder loslasse. Also ich kann halt nichts Genaues sagen. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ich hätte halt schon so Lust, so Weltrekorde zu machen in Bezug auf Kraftleistung. Also ich kann jetzt zum Beispiel mein eigenes Körpergewicht über Kopf drücken und bin beim Bankdrücken auch schon wieder bei 115 Kilo. Ich muss das mal aufnehmen. Obwohl also ich habe die 115 Kilo jetzt nicht gemacht, ich habe jetzt einen Rechner benutzt, also ich habe 85 Kilo mit 10 Wiederholungen gemacht. Und wenn man das halt umrechnet in Maximalgewicht, dann bekommt man 115 bei einer Wiederholung raus. Also theoretisch jetzt. Obwohl ich so mega die kleine Brust gerade noch habe. Und das beim Körpergewicht von 70 oder 65 Kilo um den Dreh ist das halt schon ganz gut. Und da kann man halt schon ganz gut Weltrekorde machen. Aber muss halt nicht. Ich weiß nicht, ich will einfach nur Erfahrungen machen. Und wenn ich dann halt wieder loslasse davon, dann ergeben sich wieder in andere Richtungen noch viel coolere Dinge
Und ich beeinflusse ja auch schon sehr viel über die menschliche Matrix, sage ich mal, dass ich dann sehr viel einprogrammiere und die Schwingung, also mithilfe die Schwingung der Erde anzuheben und auch besonders in Deutschland. Wenn ich dann halt loslasse und dann mehr wieder auf diese geistige Arbeit gehe, dann bewirkt das öfters sogar noch mehr als irgendwelche Weltrekorde. Deswegen kann ich da nichts Genaueres sagen und ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich mir auch noch einen dickeren Nacken erstmal. Naja, erstmal ein bisschen Brust trainieren und Trizeps und dann weiterschauen und laufen. Ciao.